Hallo, heute sind wir bei S&D Blechtechnologie in Zemmer zu Gast und haben die Möglichkeit, ein kurzes Interview über das Projekt Schweißen mit einem Cobot an Herrn Berg zu stellen. Herr Berg, jetzt steht sie hier, die Zelle, heute in Betrieb genommen. Das war aber ein längerer Weg und erzählen Sie doch mal, wie das Ganze angefangen hat. Was waren die ersten Gedanken, weil viele Mittelständler, viele Metallbauer denken über Automation nach? Ja, für uns war das zuallererst mal auch eine Frage von den Stückzahlen her, passt das bei uns? Also wir haben nur kleinere bis mittlere Stückzahlen in der Regel zu fertigen und ein Industrieroboter hat sich da bei diesen Stückzahlen einfach nicht gelohnt und hätte sich niemals amortisiert. Ist natürlich auch eine Preisfrage und deshalb sind wir dann aufmerksam geworden auf so eine Cobot-Lösung, die deutlich günstiger ist und auch schon rentabel bei kleineren bis mittleren Stückzahlen ist. Und intern, wo Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was oder wie könnte das zu uns passen? Wie haben Sie sich daran genähert, an welche Bauteile vielleicht mit dem Cobot bzw. mit dem Robipack von Abiko Binz geschweißt werden könnten? Ja, wir sind da hingegangen und haben erstmal geschaut, welche Bauteile fertigen wir in Serie, welche Teile haben wir hier dafür und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es deutlich mehr Stahlbauteile sind wie Edelstahlbauteile. Daher war dann erstmal die Entscheidung darauf gefallen, einen Cobot zu nehmen, der Mack schweißen kann. Und anschließend sind wir dann über die Stückzahl von diesen Bauteilen hingegangen, haben geschaut, wie viel Schweißzeit steckt pro Bauteil da drin, wie viel Stück fertigen wir davon pro Jahr. Um zu sehen, ob irgendwie eine gewisse Auslastung zustande kommt mit so einem Cobot. Und auch anhand der Geometrie haben wir natürlich diese Bauteile ausgewählt. Also wir haben darauf geachtet, dass es eine relativ simple Geometrie ist, einfache Nähte sind. Da wir mit diesem Cobot erstmal ein Gefühl kriegen müssen, wir haben ja gar keine Erfahrung damit mit solchen Robotern, wie das Ganze vonstatten geht, wie kompliziert diese Geometrien sein dürfen. Und dann haben wir Bauteile mit einfachen Geometrien entsprechender Stückzahl ausgewählt. Und wollten dann da, wo für uns die meiste Zeit, die meiste Stückzeit drin steckt, wollten wir dann mit einem Partner zusammen in Schweißversuchen ausprobieren, um zu sehen, ob das für uns funktioniert, ob die Machbarkeit für diese Bauteile gegeben ist. Und dann waren Sie ja auch, nachdem die Entscheidung getroffen war, okay, was ist so ein Bauteil, was auf jeden Fall funktionieren muss, dann sind Sie ja auch zu uns nach Buseck gekommen, ins ITC und haben die Bauteile quasi mitgebracht. Wie lief das dann so ab? Ja genau, wir haben für uns dann vorab eine Auswahl getroffen, also wir konnten ja nicht alle Bauteile dort schweißen, dafür ist die Zeit zu kurz. Wir hatten einen Tag dafür in Anspruch genommen und haben einfach die Bauteile ausgewählt, wo für uns die meiste Zeit, die höchste Stückzahl drinsteckt. Und diese Teile haben wir dann jeweils 5 Stück davon mitgenommen, fertig geheftet und ein Schweißmuster, um das Ganze noch miteinander vergleichen zu können dann vor Ort. Und vor Ort haben wir dann die Schweißversuche dann in diesem Zentrum durchgeführt und haben diese einzelnen Bauteile, die wir dabei hatten, geschweißt, und um zu sehen, ob die Machbarkeit gegeben ist und ob das auch in einem gewissen Zeitaufwand zu realisieren ist. Sie haben ja auch noch gesagt, was zum Beispiel eine Voraussetzung oder eine Sache, die Sie sehr interessiert hat, da ging es ums Mehrlagenschweißen irgendwie. Können Sie da nochmal sagen, was die Motivation war, so ein Teil auszuwählen? Genau, da das ist ein Bauteil, wo ein Bolzen geschweißt wird und der wird mehrlagig geschweißt. Und da steckt sehr viel Schweißzeit drin. Es ist ein sehr simples Teil, aber es steckt halt unheimlich viel Schweißarbeit drin. Und da ging es auch darum, den Mitarbeiter zu entlasten, ihm einfach eine schwere Arbeit, eine schwere monotone Arbeit abzunehmen. Gerade im Sommer, bei gewissen Außentemperaturen von 30 bis 40 Grad mittlerweile im Sommer, diese Teile mehrlagig zu schweißen, ist schon ein gewisser Kraftakt für den Mitarbeiter. Und einfach ihm als Mitarbeiterentlastung quasi entgegenzukommen. Er bereitet die Teile weiterhin vor, bereitet sie dementsprechend vielleicht noch nach, aber diesen Hauptpart, diese Schweißarbeit übernimmt dann der Cobot. Also ist die Cobot-Lösung für Sie quasi eher eine Unterstützung und Entlastung für die Handschweißer, weil bis dato, bis heute, ist ja hier im Betrieb quasi alles per Hand geschweißt worden. Genau, bis heute wird noch alles hier von Hand geschweißt und für uns war es sehr wichtig, den Mitarbeiter zu entlasten und auch durch diese integrierte Schweißrauchabsaugung
direkt am Brenner auch der Gesundheit des Mitarbeiters was Gutes zu tun. Als Sie die Entscheidung getroffen haben, okay, Machbarkeitsanalyse im ITC, und als Sie dann gesagt haben, okay, wir wollen den Schritt gehen, sagen wir mal, wie haben Sie das nach innen kommuniziert und wie haben Sie ausgewählt, welche Kolleginnen und Kollegen quasi jetzt bei dem Projekt mitarbeiten? Ja, wie wir dann die Schweißversuche durchgeführt hatten im Schweißzentrum, waren wir erstmal sehr begeistert davon. Es hat alles funktioniert, was wir machen wollten. Und waren auch sehr überzeugt von der Technik, von dem Schweiß, die Optik hat alles gestimmt und die Machbarkeit war definitiv gegeben. Wir haben das Ganze noch per Video und Fotos festgehalten und sind, wie wir wieder zurückkamen, haben wir uns natürlich intern darüber besprochen und sind dann auch auf die Abteilung zugegangen, die entsprechenden Mitarbeiter, und haben diese informiert, dass wir solch einen Roboter anschaffen wollen. Wir sind im Vorhinein schon hingegangen und haben die Mitarbeiter informiert, dass es möglich wäre, dass so ein Roboter kommen würde oder so ein Cobot kommen würde. Und diese Entscheidung wurde auch von den Mitarbeitern begrüßt. Wir sind auf gar keinen Gegenwind gestoßen, eher im Gegenteil. Die Mitarbeiter kamen noch auf uns zu und haben gesagt, hör mal, könnte man nicht vielleicht das auch noch probieren oder hier noch was machen, da ist vielleicht noch Potenzial rauszuholen. Und da waren wir wirklich sehr begeistert, dass die Mitarbeiter uns auch so entgegenkamen und das auch wirklich als Entlastung gesehen haben und nicht als eine Art Feind, der mir meinen Arbeitsplatz wegnimmt. Und von unserem Außendienstkollegen haben Sie ja auch noch ein paar Kontakte bekommen zu, sagen wir mal, Referenzkunden, die auch eine ähnliche konfigurierte Anlage, sagen wir mal, bei sich in die Produktion integriert haben. Mit denen haben Sie ja mal gesprochen. Was waren da so die Themen oder die Erfahrungen? Wie haben Sie sich daran getastet? Wir sind dann hingegangen und bekamen von Ihnen diese Liste mit den Referenzkunden und haben einfach mal aus der Liste einfach einen ausgewählt, willkürlich, und einfach mal hin angerufen und dann mal kurz nachgefragt, einfach wie lange läuft die Anlage bei denen schon, läuft sie reibungslos, gibt es Probleme, wobei gibt es Probleme, wenn es Probleme gibt. Die Rückmeldung war aber durchweg positiv. Eigentlich gab es nie Probleme. Die Betriebe, die solch ein Cobot im Betrieb hatten, waren total überzeugt davon und würden diese Entscheidung jederzeit wieder treffen und konnten somit auch ihre Kosten senken und definitiv effizienter und wirtschaftlicher schweißen. Diese Zelle ist vorkonfiguriert, die ist bei OH Automate quasi gebaut worden, dann hier angeliefert worden und dann hier in die Halle gestellt worden. Heute wurde sie in den Betrieb genommen. Jetzt gibt es ja auch so ein gewisses Schulungskonzept, sagen wir mal. Heute durften wir schon miterleben. Heute geht es erstmal hauptsächlich um die Roboterprogrammierung und die Robotersteuerung. Aber es kommt ja noch ein zweiter Teil. Irgendwie. Wie stellt sich das da irgendwie so? Genau, heute ist jetzt erstmal der Tag. Also letzte Woche kam die Anlage an, wir haben die abgeladen, hier an den Stellplatz schon mal gestellt, wo die Anlage ja auch langfristig stehen soll. Und heute ist der Tag der Schulung, wir haben das Ganze aufgebaut und gehen jetzt mit den entsprechenden Mitarbeitern, die wir dafür ausgewählt haben, die das Ganze auch in der Produktion später begleiten sollen und durchführen sollen, mit dabei genommen. Und hier mal eine grobe erste Schulung durchgeführt. Anschließend werden wir jetzt hingehen und einfach mal 2-3 Tage lang probieren, wie wir mit der ganzen Sache zurechtkommen. Vielleicht gibt es Probleme, die auftauchen. Und im zweiten Schritt wird dann nochmal ein weiterer Mitarbeiter kommen, der Schweißfachmann ist, und wird uns dann entsprechend die Fragen beantworten können, beziehungsweise auf Probleme eingehen können, uns noch ein paar Kniffs zeigen, wie wir vielleicht manche Sachen schneller programmieren können, besser programmieren können. Und dann ist das, denke ich, eine ganz runde Sache geworden. Ja. Sie haben auch noch gesagt, sagen wir mal, als Lohnfertiger ist es für Sie essentiell wichtig, dass Sie die maximale Flexibilität erhalten mit so einer Anlage. Können Sie da noch mal ein bisschen sagen, was da so Sachen waren, die Sie dabei beachtet haben oder was Forderungen, die Sie vielleicht auch gestellt haben an die Beteiligten in dem Projekt? Also da gehört ja Abicor Winsel dazu, da gehört OH Automate dazu und da gehört natürlich auch der Händler Stausberg dazu, der Sie auch betreut. Vielleicht gibt es da noch sowas, was man dem Publikum sagen kann. Ja, für uns war es ganz wichtig, wie Sie schon sagten, in der Flexibilität einfach großen Raum zu lassen für bevorstehende Aufgaben, aber auch für die Aufgaben, die wir momentan hier im Unternehmen bewältigen. Da ging es einfach darum, uns den Freiraum so groß wie möglich zu lassen, dass wir nicht eine fest eingehauste Zelle haben, die direkt von Anfang an schon in ihren Abmaßen beschränkt ist, sondern das Ganze relativ offen zu halten und auch im Nachhinein nochmal Veränderungen durchführen zu können und uns auf neue Gegebenheiten anpassen zu können. Das ist, denke ich, hiermit ganz gut gelungen. Wir haben hier eine Einhausung, erstmal angefangen mit einem 2x1 Meter Tisch und können damit schon mal alle unsere Bauteile, die wir momentan hier im Unternehmen fertigen, bearbeiten. Und für die Zukunft ist uns natürlich auch noch ein gewisser Spielraum hier gelassen mit
einer Lichtschranke ist man auch nicht begrenzt in Bauteile einladen. Mit dem Kran beispielsweise, der hier ist, können wir den Tisch optimal bestücken, was mit einer komplett eingehausten Zelle wiederum nicht möglich gewesen wäre. Und ja, das waren so die Hauptgedankengänge bei uns. Ja, also Herr Berg, erstmal schon mal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Beantwortung der Fragen. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, Cobots oder ja, neue Kollegen in Form von Cobots im Schweißen mit Schweißbrenner werden immer mehr jetzt auch in Produktionen Einzug halten. Und es war jetzt total spannend. Ich meine, Sie stehen gerade am Anfang, aber danke, dass wir hier bei Ihnen zu Besuch sein konnten und Sie interviewen durften. Vielen Dank.